Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die endgültige Entscheidung der NATO zum geplanten Einsatz in Mazedonien zieht sich weiterhin. Der NATO-Rat in Brüssel beschloss heute, zunächst den Oberbefehlshaber für Europa, den amerikanischen General Ralston, zur Lageerkundung in die Krisenregion zu schicken. Mit dem Einsatzbeschluss wird deshalb erst in der kommenden Woche gerechnet. Eine erste Vorhut traf aber bereits in Mazedonien ein. Die ersten von 120 tschechischen Soldaten landen in Mazedonien. Sie sollen die Schutztruppe bilden für das 400 Mann starke britische Vorauskommando, das zusammen mit hohen NATO-Militärs am Abend in Skopje erwartet wird. Sie sollen vor allem den Waffenstillstand kontrollieren. Wir wollen von diesen Leuten zunächst etwas über die Bedingungen in Mazedonien hören, bevor wir entscheiden. Es ist unser Ziel, jede Möglichkeit zu nutzen, um sicherzugehen, dass wir einen erfolgreichen Einsatz erreichen. Doch ob der geplante Einsatz der 3.500 Soldaten innerhalb von 30 Tagen wirklich ein Erfolg werden kann, macht vielen Experten in Brüssel zunehmend Sorgen. Die politischen Zusagen den Rebellen gegenüber müssen wirklich eingehalten werden. Hinzu kommt, die Soldaten dürfen Waffen nur auf freiwilliger Basis einsammeln. Ob die Rebellen tatsächlich alles abgeben, das kann niemand kontrollieren. Ein dünnes Mandat. Wenn etwas schief geht, muss der NATO-Rat die Situation neu betrachten und den eingeschlagenen Kurs der Mission möglicherweise ändern. Wenn die Soldaten erst einmal da sind, werden wir sehen, was passiert. Anfang der Woche soll die Entscheidung fallen. Sind die Soldaten erst einmal stationiert, können sie kaum ohne weiteres zurückgezogen werden. Der geplante Einsatz ist voller Risiken und das bestätigen auch einschlägige Militärkreise. Wenn es aber zu Problemen kommt, muss dann etwa das Mandat der 3.500 Soldaten in Mazedonien erweitert werden? Bei dieser Überlegung dürfte die Skepsis in Deutschland nicht gerade kleiner werden. Bundeskanzler Schröder bemüht sich verstärkt um eine Bundestagsmehrheit für die Entsendung von Bundeswehrsoldaten nach Mazedonien. Er warb bei der Opposition um Zustimmung. Aus der Union kamen heute neue Töne, die Verständigungsbereitschaft signalisierten. Kanzlerreise durch die neuen Bundesländer. In Jena besucht Gerhard Schröder Hightech-Unternehmen und wirbt für den Aufbau Ost. Die politische Diskussion indes dreht sich um den bevorstehenden Mazedonien-Einsatz der Bundeswehr. Trotz der Abweichler in den Koalitionsfraktionen hofft Schröder auf eine klare Mehrheit im Bundestag. Ich denke, das wird auch etwas sein, worüber die Opposition nachdenken muss, ob sie wirklich die Verantwortung dafür übernehmen will, eine Politik, die es in Deutschland immer aus guten Gründen gegeben hat, dass man in solchen Fragen nämlich gemeinsam im Parlament abstimmt, ob sie aus parteitaktischen Erwägungen diese Gemeinsamkeit aufgeben will. Auch die CDU-Chefin ist auf Sommerreise, sie allerdings im Westen. In Hamm besucht sie ein Förderzentrum für behinderte Kinder. Die Mazedonien-Frage verfolgt auch sie. Der Appell des Kanzlers ist angekommen. Die CDU hat ja nicht eine prinzipiell ablehnende Haltung, sondern sie hat Voraussetzungen definiert, bei denen wir natürlich einem NATO-Einsatz zustimmen. 120 Millionen Mark stellt der Finanzminister für den Mazedonien-Einsatz bereit. Für die Union ist das zu wenig. Zumindest müssten geplante Beschaffungsprogramme aus künftigen Haushaltsjahren vorgezogen werden. Eigentlich aber hat die CDU-CSU kaum eine Wahl. Müssen wir nicht mitmachen, auch weil wir unseren Einfluss in der Allianz erhalten wollen. Und deswegen geht es letzten Endes um die Frage der außenpolitischen Handlungsfähigkeit unseres Landes bei der Entscheidung des Deutschen Bundestages. Der Bundeskanzler will die Sache nächste Woche über die Bühne bringen, denn danach steht eine Südamerika-Reise auf seinem Terminplan. Wenn die NATO am Dienstag entscheidet, könnte der Bundestag am Samstag zu einer Sondersitzung zusammentreten. CDU-Chefin Merkel hat sich heute auch zu den Sozialhilfeplänen des hessischen Ministerpräsidenten Koch geäußert. Seine Reformvorschläge gingen in die richtige Richtung. Sozialhilfeempfänger müssten gezielt für den Arbeitsmarkt fit gemacht werden. Wer arbeitsfähig sei, dürfe eine angebotene Arbeit nicht ablehnen, so Merkel. Außerdem schaffe eine Halbierung der Zahl der Hilfeempfänger mehr Freiräume für wirklich Bedürftige. Die Bemühungen um die festgenommenen Helfer in Afghanistan kommen nicht voran. Den drei Diplomaten aus den USA, Australien und Deutschland wird weiterhin jeder Kontakt mit den Inhaftierten verweigert. Die radikal-islamische Taliban-Regierung ist nicht bereit, die Gesandten zu weiteren Gesprächen zu empfangen. Den Helfern der Organisation Shelter Now wird Werbung für das Christentum vorgeworfen.
Die Zeit wird knapp hier in Kabul für Helmut Landes von der deutschen Botschaft in Pakistan. Die Taliban haben dem Deutschen eindeutig zu verstehen gegeben, dass er bis spätestens Dienstag Afghanistan verlassen soll. Wir werden uns morgen nochmal im afghanischen Außenministerium um ein Gespräch mit den Taliban bemühen. Gegenstand dieser Gespräche werden folgende Punkte sein. Erstens Verlängerung unseres Visas über den 21. August hinaus, damit wir weiterhin konsularischen Beistand hier leisten können. Zweitens werden wir weiterhin auf den Zugang zu den Gefangenen drängen, der uns bisher verwehrt worden ist. Und drittens werden wir uns weiterhin dafür einsetzen, eine Lösung in diesem Fall zu finden. Am Abend traf sich Landes mit deutschen Entwicklungshelfern, um über deren Situation Neuigkeiten zu erfahren. Seit der Verhaftung der Shelter-Now-Mitarbeiter gibt es ernsthafte Sorgen, dass die Taliban härter gegen Hilfsorganisationen vorgehen werden. Dazu scheinen den radikalen Islamisten alle Mittel recht. Das Taliban-Oberhaupt Mullah Omar kann alle diese Gesetze außer Kraft setzen oder breiter oder enger interpretieren, sodass da auf der Seite ein breiter Handlungsspielraum ist, den wir im Moment nicht einschätzen können, wie weit der dann ausgenutzt wird oder nicht. Ein Taliban-Sprecher hat am Abend alle Gespräche über die Freilassung der 24 Shelter-Now-Mitarbeiter, darunter vier Deutsche, für beendet erklärt. Wie es den Gefangenen geht, weiß außer den Taliban zurzeit niemand. Die italienische Justiz hat die Freilassung eines weiteren Deutschen in Genua angeordnet. Der 27-Jährige war nach den Krawallen während des G8-Gipfels festgenommen worden. Kurz nach einem Haftprüfungstermin wurde der Mann aus Nordrhein-Westfalen heute freigelassen und zum Flughafen gefahren. Videoaufnahmen hatten keinen Beweis erbracht, dass er an den gewalttätigen Zusammenstößen beteiligt gewesen war. Im Zusammenhang mit den Ausschreitungen sitzen jetzt noch 15 weitere Deutsche in Haft, unter ihnen 7 Frauen. Der russische Präsident Putin hat den israelischen Regierungschef Sharon zur raschen Beilegung des Konflikts mit den Palästinensern aufgefordert. Das Ziel müsse die Wiederaufnahme der Friedensgespräche sein, sagte er laut Kreml-Angaben in einem Telefongespräch. Sharon habe versprochen, die Zahl der Vergeltungsschläge so gering wie möglich zu halten. Auf Drängen der Palästinenser debattiert der UN-Sicherheitsrat am Montag über die Lage in den Autonomiegebieten. Aus Angst vor neuen Selbstmordanschlägen hat Israel die Abriegelung autonomer Palästinenserstädte weiter verstärkt. Wie hier in Ramallah im Westjordanland wurden Straßenblockaden errichtet. Sicherheitskräfte hielten Autos an und schickten palästinensische Fahrer zurück. Im ganzen Land sind Armee und Polizei in erhöhter Alarmbereitschaft. Nach Angaben des israelischen Geheimdienstes planen palästinensische Extremisten neue Anschläge in Jerusalem und Nordisrael. Auch ein neuer Vorschlag zur Lösung des Nordirland-Konflikts ist auf Widerstand gestoßen. Der britische Nordirland-Minister Reid legte Pläne vor, wonach die Katholiken künftig gleichberechtigt neben den Protestanten in die nordirische Polizei eingebunden werden sollen. Beide Seiten äußerten sich ablehnend. Die Protestanten warfen London vor, zu weitreichende Angebote zu machen, um Zugeständnisse der Untergrundorganisation IRA zu erreichen. Auf Korsika ist einer der prominentesten Nationalisten Santoni ermordet worden. Der 41-Jährige wurde im Süden der französischen Mittelmeerinsel von Unbekannten erschossen. Santoni war früher Chef der politischen Vertretung der verbotenen Befreiungsfront FLNC und hatte sich dann von Gewalt distanziert. Viele Feinde machte er sich mit einem Buch, in dem er den einstigen Verbündeten Drogen- und Waffenhandel vorwarf. In Peking sind 4 Mitglieder der Falun Gong-Bewegung zu Haftstrafen zwischen 7 Jahren und lebenslang verurteilt worden. Das Gericht sprach sie der vorsätzlichen Tötung schuldig. Sie sollen die Selbstverbrennungsversuche von 5 Falun Gong-Mitgliedern auf dem Platz des himmlischen Friedens organisiert und initiiert haben. Eine Frau und ihre Tochter waren dabei im Januar dieses Jahres ihren Verbrennungen erlegen. Falun Gong hat in China Millionen von Anhängern und war im Juli 1999 wegen angeblicher Umsturzpläne von der Regierung verboten worden. Nach dem Rückruf des Medikaments Lipobay versuchen die Anwälte von möglicherweise Geschädigten in den USA, auch für deutsche Patienten Schadenersatz zu erstreiten. Formal hätten Deutsche zwar keinen Rechtsanspruch in den USA, sagten die Anwälte auf einer Pressekonferenz in Berlin. Sie wollten aber trotzdem einen Weg finden, die deutschen Fälle in die Sammelklage einzubeziehen.
Ed Feggen ist ein Mann der starken Worte und der großen Taten. Millionenschwere Sammelklagen hat er in den USA erfolgreich geführt. Nicht zuletzt bei der Entschädigung von NS-Zwangsarbeitern. Auch sein Münchner Kollege Witti hat darin Erfahrung. Nun wollen sie Bayer das Fürchten lehren. Die Sammelklagen in den USA werden etwa alle 700.000 Menschen betreffen, die dort das Medikament Lipo-Bi-Bacol genommen haben. Der Punkt ist, dass in Tausenden, wenn nicht in Millionen Menschen eine Zeitbombe tickt. Und diese Zeitbombe nennt sich Lipo-Bi-Bacol. Sie tickt und unschuldige Menschen haben in den nächsten Jahren enorme Kosten für ihre Gesundheit zu bezahlen. Sie warten nur, ob diese Zeitbombe hochgeht. In den Klagen gegen Bayer sollen Geschädigte aus aller Welt einbezogen werden. 52 Todesfälle wurden mit der Einnahme des umstrittenen Medikaments weltweit bisher bekannt, noch keiner aus Deutschland. Dennoch sollen Deutsche sich in den USA an Entschädigungsprozessen beteiligen, auch wenn das, schon wegen des Nachweises im konkreten Fall, auf Schwierigkeiten stößt, will man diesen Weg beschreiten. Man wird schon dafür sorgen, dass sich Bayer es nicht leisten kann, zu sagen, du hast einen falschen Reisepass in der Tasche. Wenn du den richtigen hättest, dann hättest du 1.000 Dollar, so können wir da leider nur 10 Mark geben. Das lukrative Geschäft auch für die Anwälte spielt dabei sicher eine Rolle. In den USA sind Entschädigungen ungleich höher. Schon melden sich weitere Anwälte zur Vertretung der Opfer. Die Zahl rechtsextremer Straftaten in Deutschland ist in den ersten 6 Monaten im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Wie das Bundesinnenministerium in Berlin mitteilte, wurden von Januar bis Juni mehr als 7.700 rechtsgerichtete Delikte gemeldet. Davon waren knapp 2/3 Propagandastraftaten, wie etwa das Anbringen von Hakenkreuzen. In 430 Fällen wurde Gewalt angewendet. Angesichts dieser Zahlen zeigte sich Innenminister Schily besorgt. Das Engagement gegen solche Taten dürfe nicht nachlassen. Der Bundesgerichtshof hat das Urteil gegen einen Busfahrer aufgehoben, der nach einer Radarkontrolle einen Polizisten erschossen hatte. In der ersten Instanz war er wegen Totschlags zu 12,5 Jahren Haft verurteilt worden. Auf Anordnung der obersten Richter muss nur noch einmal geprüft werden, ob die Tat als Mord zu werten ist. Dann wäre eine lebenslängliche Strafe möglich. Der Vorfall hatte sich Anfang vorigen Jahres bei Bad Hersfeld ereignet. Der Traum von US-Ballonfahrer Steve Fossett, als erster allein die Welt zu umrunden, hat erneut ein frühes Ende gefunden. Schlechtes Wetter, Sauerstoffmangel und Übermüdung zwangen ihn dazu, seinen 5. Rekordversuch abzubrechen. Nach mehr als 20.000 Kilometern in 13 Tagen landete er den Heliumballon in Brasilien, nahe der Grenze zu Uruguay. Ein kleiner Trost bleibt dem Luftabenteurer. Weiter und länger als der 57-jährige Fossett ist doch niemand alleine im Ballon geflogen. Nach anhaltender trockener Hitze und starken Winden haben sich im Nordwesten der USA die Waldbrände weiter ausgebreitet. Am heftigsten betroffen ist Oregon. Dort stehen 1.000 Quadratkilometer Wald in Flammen. Im Staat Washington riefen die Behörden die höchste Alarmstufe aus. Auch in Idaho und Kalifornien sowie in 6 weiteren Bundesstaaten brennen große Waldflächen. Packen, und zwar schnell. Viele Familien, die dachten, die Feuer seien bereits eingedämmt, müssen nun doch ihre Wohnorte verlassen, vorsichtshalber. In den von den Flammen bedrohten Regionen in den Bundesstaaten Washington und Oregon werden am Wochenende viele Menschen Angst um ihre Häuser haben. Auch Urlauber wurden aufgefordert, die gefährdeten Gebiete zu meiden. Über 21.000 Männer und Frauen kämpfen in Schichten rund um die Uhr gegen die Flammen. Die nationale Feuerbekämpfungszentrale hat erstmals in diesem Jahr Einsatzstufe 5 verhängt. Das heißt, die Ressourcen werden knapp. Wenn Winde und Flammen es zulassen, wird mit Hubschraubern gelöscht. Aber davon gibt es inzwischen zu wenig. Außerdem fehlen zusätzliche Löschfahrzeuge. Und die seit Wochen gegen die Feuer kämpfenden Rettungsmannschaften sind übermüdet. Sie brauchen dringend Verstärkung. Wie schütze ich mich gegen die Flammen und wie bekämpfe ich die großen Feuer? Das lernen jetzt über 1.000 Soldaten in Blitzkursen. Auch Gefängnisinsassen werden eingesetzt. Jede Hand, die löschen kann, zählt. Die Feuer bedrohen jetzt ganze Siedlungen, sagt die Sprecherin der Nationalen Feuerbekämpfungszentrale. Noch nicht die großen Städte, aber in Washington und Oregon die kleineren Gemeinden. Durch die große Hitze in den vergangenen Wochen sind Busch und Wald so trocken, dass mit dem Wind versprühte Funken sofort Flächenbrände auslösen. Und von den Meteorologen sind starke Winde vorhergesagt, aber kein Regen. In den insgesamt 10 betroffenen Bundesstaaten sind rund 200.000 Hektar Fläche bereits vernichtet. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 18. August. Fast in ganz Europa blauer Himmel und Sonnenschein.
Aber genau über Deutschland liegen noch dunkle Gewitterwolken, die das kleine Nordseehoch nur mühsam vertreiben kann. Und vom Atlantik ziehen schon die nächsten Wolken heran, die uns auch am Sonntag Gewitterschauer bringen. Im Norden Deutschlands bleibt der Himmel heute Nacht meist klar, während von Südwesten Gewitterwolken heranziehen. Die liegen morgen Vormittag über der Mitte und ziehen dann weiter nach Norden. Südlich der Donau hat die Sonne gute Chancen. Bis zum Abend klart es etwa bis zur Mainlinie auf. Die Regenschauer haben dann die Küstengebiete erreicht. Schwacher bis mäßiger Wind um Ost, in Gewitternähe starke Böen. Die Nachttemperaturen reichen von 11 Grad im Weserbergland bis 17 Grad in Bayern. Am Bodensee morgen 29 Grad, sonst Werte zwischen 21 und 26 Grad. Am Sonntag vor allem im Südwesten gewittrig, im übrigen Land mal Sonne, mal Wolken und meist trocken. Auch am Montag noch wolkig mit einzelnen Gewitterschauern. Ab Dienstag wird es aber wieder sonnig.